Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play GT Sports und dem letzten dritten Teil der Fahrschule Anfänger. Wir machen bei dem Stufe 17 Außen-Innen-Außen-Manöver. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Der grundlegende Rennlinie ist Außen-Innen-Außen. Also ist im Prinzip nichts anderes als Kurvenfahrt jetzt. Krieg mal hin. Nein! Wollen wir nicht angucken. Junge, was ist los? Oh, wieder so knapp drüber. Gibt's doch gar nicht. Mach mich verrückt. Ja gut, es war jetzt ein bisschen geschummelt mit dem Abseits der Strecke fahren, aber hey. Wenn es keine Strafe dafür gibt, kann ich auch nicht helfen. So. Nummer 18. Ah. Suzuka. Na, die Strecke kenne ich jetzt ja nicht mal. Ah, ich glaube, Bremsen war nicht so angebracht jetzt. Das war verdammt langsam. Mann. Kann man sich immer mit dem gleichen Auto machen? Weiß ich, ob ich bremsen muss. So ist echt schwer, Leute. Ah, siehste. Musste gar nicht bleiben, nur kurz vom Gas gehen. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder in Kroatien. Gucken, ob da wieder diese Steilkurve. Ach nee, das war Italien, ne? Okay. Jetzt wieder McLaren. Wieder ein anderes Auto. Mein Gott. Ja doch. Passt. Stufe 4. Na, das ist doch schön. Und dann machen wir gleich weiter mit Nummer 20. Hyundai Genesis. Fahren durch eine S-Kurve. Kyoto Driving Park. Yamagiba. Sagt man das so oder sagt man Yamagiba? 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 Egal. Japan. Okay. Los geht's. Das war aber keine S-Kurve, oder? Das war eine SS.
mal 13.500, ey, wie ein Stein gemeißelt. Perfekt. Herrlich. Und 21. Oh, Peugeot RCZ. Schön, schön. Jetzt sind wir wieder in Italien. Mal gucken, ob es da nochmal so eine schöne Steilkurve gibt. Haben sie doch eh alles aus Deutschland vom Nürburgring geklaut. Die Säcke da unten. Oh, rhythmisch durch eine S-Kurve. Soll ich nebenbei noch singen, oder? Wie? 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 Was ist das denn? Jetzt auf einmal gibt's Strafen, oder was? Ja, ihr seid doch doof, seid ihr doch. So. Besser. Gut. Und 22 Alfa Romeo 4C. Den konnte ich schon mal bei Forza fahren. Der ist eigentlich ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die Steuerung hier anders ist. Mal schauen. Also, dann wollen wir mal die Haarnadelkurve nehmen hier. Hier fast eine Sekunde schneller. Was willst du denn noch? Einwandfrei. So. Und die 23. Letzte Prüfung vor dem Abschlusstest. Steigen Sie nicht zu früh auf das Gaspedal. Ach, das ist verlockend. Aber die Haarnadelkurve ist wirklich blöd. Die ist wirklich blöd. Nein, will ich nicht. Lass gut sein. Ja, jetzt muss ich schon Gas geben, ne? Obwohl ich die Kurve nicht optimal erwischt habe, fast eine halbe Sekunde schneller. Ist doch gar nicht so schwer. So, Abschlusstest. Oh, Nissan GTR. Fein, 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 fein. Kyoto Driving Park, ja, wie setzen Sie bislang an Fähigkeiten ein? Vermeiden Sie Fehler. Okay. Probieren wir es mal. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns erstmal warm fahren müssen mit dem Auto. Lassen wir uns mal überraschen. So, let's go, Leute.
Situation noch erwischt. Kurve dafür gar nicht. Jetzt Vollstoff übers Ziel hinaus. Jawohl. Perfekt. Mehr oder weniger. Eine Trophäe mal halten. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, und was bleibt natürlich am Schluss? Die Belohnung. Fahrschule, Anfänger 3 abgeschlossen. Oh, krieg ich die Cobra? Krieg ich die Cobra? Die Cobra? Nein. Och. Ja, naja. Man kennt ihn ja von Forza, ne? Na gut. So, in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit Mittel. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und wenn ihr natürlich den nächsten Teil nicht verpassen wollt, dann ganz schnell abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne, bis dahin.